Braucht eine ausgefeilte Technik unbedingt Größe? Und ist Größe automatisch ein Zeichen für gute Technik? Wenn Sie die Antwort auf diese spannenden Fragen wissen wollen, bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Sigma Deutschland. Für alle die, die es eilig haben, ich habe hier zwei neue Objektive stehen und wer nicht bis zum Schluss dranbleiben möchte, hier die Hard Facts vorab wie gewohnt. Zwei neue Objektive aus der I-Series, also Contemporary-Familie, und zwar das 24mm 2,0 und das 90mm 2,8 DG-DN. Beide erhältlich ab dem 24.09. für jeweils 619 Euro. Und für die von Ihnen, die ein bisschen mehr Zeit mitgebracht haben, möchte ich die Objektive jetzt mal ausführlich vorstellen. I-Series, die haben wir vor kurzem vorgestellt und die I-Series ist eine Serie von Objektiven, die sehr kompakt und hochwertig gehalten sind, um einfach immer unterwegs mitgenommen werden zu können. DGDN, was wir jetzt hier stehen haben, DG, das steht für Vollformat, und DN, das ist die Berechnung für spiegellose Kamerasysteme. Und diese Objektive, diese zwei, die wir jetzt heute hier vorstellen, sind dann insgesamt Nummer 5 und 6 aus dem kompletten, bislang kompletten I-Series Programm an Premium-Kompakt-Festbrennweiten. Normalerweise war es bislang üblich, nicht nur bei Sigma, sondern generell, wenn man Objektive kompakt und klein gehalten hat, dann war es in der Regel auch häufig eine Fertigung aus Kunststoff. Man hat bei der Produktion durchaus auch Kosten gespart, denn es handelte sich in der Regel um Einstiegsobjektive, die man an diesen Kameras dann mit verwendet hat. Aber unser Ziel bei der I-Series ist es, dass wir den hohen Ansprüchen von Fotografen gerecht werden, die schon eine kompakte Baugröße wünschen, um Objektive auch mit rausnehmen zu können, aber keinesfalls auf Qualität oder die Robustheit verzichten wollen, weil sie die auch in den rauen Alltagsbedingungen einsetzen wollen. Und das ist das Konzept der I-Series. Hochwertige Objektive, stabil, mit höchster optischer Leistung, aber in kompakten Gehäusen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, sind diese Objektive komplett aus Metall gefertigt. Das merkt man auch schon, wenn man die in die Hand nimmt. Ich habe hier auch noch mal ein paar Fotos, die das zeigen. Das komplette Gehäuse wird Metall gefertigt, bei diesem wie auch bei diesem. Das geht bis hin zur Gegenlichtblende. Hört man das? So schon besser. Das heißt, auch diese werden aus Metall angefertigt und sind damit auch sehr robust. Die Teile hier, diese Fokussierringe und die Blendenringe, die wir hier sehen, inklusive der Gegenlichtblende, haben diese sehr griffigen Rillen. Diese ermöglichen, diese Bedienelemente sehr, sehr gut zu fassen und auch sofort im Arbeitsalltag entsprechend bewegen zu können. Diese Teile, weil es eben kein Kunststoff ist, weil das nicht gegossen wird, werden wirklich einzeln designt und dann auch jedes Stück gefräst, um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden. Man muss das mal in die Hand genommen haben. Manchmal sehen ja Objektive sehr, sehr wertig aus und man, nicht nur Objektive, sondern auch andere Gegenstände, die man sagt, die sind, macht einen guten Eindruck, sieht gut aus. Man nimmt sie in die Hand und stellt fest, Plastik. Hier merkt man sofort von der Haptik, wenn man diese Ringe bewegt, wie schön sanft und glatt die gleiten, wie dieser Blendenring hier auch einrastet, dass das sehr, sehr hochwertige Qualität ist und damit auch diesen Ansprüchen, die von Fotografen gestellt werden, gerecht wird. Wie erreicht man diese Qualität? Nun, wir haben
schon seit geraumer Zeit auch Sine-Objektive im Programm, also für die Filmemacher, Kinoobjektive, die an großen Kameras, Broadcast auch eingesetzt werden. Und hier sind die Ansprüche sehr, sehr hoch, sowohl was die optische Qualität angeht, als auch was die mechanische Qualität angeht. Und dieses Know-how, was man bei der Fertigung dieser Sine-Objektive gewonnen hat, das fließt in die Produktion der Fotoobjektive natürlich auch ein und im Speziellen auch in diese Objektive. Wie erwähnt, mit diesen beiden Neuheiten haben wir jetzt insgesamt 6 Objektive, die zu dieser I-Series gehören, alle in der Contemporary-Familie beheimatet. Und zwar haben wir jetzt 3 Objektive mit Lichtstärke 2,0. Das ist das 24er 2,8, das 24er 2,0, das 35er 2,0 und das 65er 2,0. Und dann haben wir noch 3 Objektive, die 2,8 oder darunter, also zahlentechnisch darüber, aber lichtstärketechnisch darunter sind, nämlich das 24er 3,5, das 45er 2,8 und eben das 90er 2,8. Wo wird man diese Objektive einsetzen wollen? Wo kommt es denn auf die Größe an? Wo will man keine Größe, aber die Technik, die trotzdem drin stecken soll? Ja, grundsätzlich immer dann, wenn ich irgendwie draußen bin, wenn ich es tragen muss, wenn ich mich nicht beschweren will. Ich hatte es in einem der anderen Videos schon gesagt, was ist der Grund, warum 80% aller Bilder nichts werden? Keine Kamera dabei. Und das soll sich eben mit der I-Series ändern. Was bietet sich an? Beim Wandern, beim Biken, beim Klettern, vielleicht auch beim Reiten, gibt ja auch solche Tourenreiter, da wird es bestimmt auch auf Gepäck ankommen. Segeln könnte ich mir vorstellen, auch da ist wahrscheinlich die Grenze an Gepäck, die man mitnehmen kann, begrenzt. Bei Flugreisen, Städtetrips, Wohnmobil, wer ein Wohnmobil fährt, weiß, dass es auf jedes Gramm ankommt, was man da reinpackt, grundsätzlich überladen, da überlegt man ganz genau, nehme ich das mit Plastikflasche oder Glasflasche und da ist es durchaus ein Thema, ob eine Fototasche 12 Kilo wiegt oder vielleicht dann eben nur 7. Kann dann doch die Frau mitfahren. Und diese beiden Objektive, die möchte ich Ihnen jetzt mal hier im Einzelnen vorstellen. Fangen wir mit dem 90er an. Hat sich so ein bisschen zu meinem absoluten Lieblingsobjektiv entwickelt. Es ist, ich mache das mal ab, damit man sieht, wie klein das in Wirklichkeit ist, ist eine mittlere, eine kleine, eine kurze Telebrennweite, nenne ich es jetzt mal. Ideal für Porträts, man kann damit auch schon so ein bisschen verdichten, kann Unwesentliches so ein bisschen ausblenden. Eine sehr, sehr schöne Brennweite. Man sieht es hier nochmal, meine Hände sind vielleicht auch so ein bisschen, man kann das zeigen, es ist wirklich winzig und lässt sich bequem in eine Manteltasche stecken oder im Rucksack hatte ich es sogar neben in der Außentasche drin. Hat überhaupt nicht aufgetragen, also ist wirklich sehr, sehr angenehm zu mitnehmen. Speziell, ich packe es mal gerade hier an eine Kamera dran, um zu zeigen, wie dann so eine gesamte Einheit aussieht. Das trägt wirklich überhaupt gar nicht auf. Das kannst du hier mit einer Hand halten, das ist wunderbar. In Zahlen gesprochen, 295 Gramm wiegt das Objektiv, 59,7 mm ist es lang und hat einen Durchmesser von 64 mm. Das ist wirklich ein Winzling, muss man sagen. Aber in dem Winzling steckt eben viel Technik. Ja? Denn die Technik und die Größe, die korrelieren hier nicht. Wir haben eine asphärische Linse. Man sieht das hier in der Linsenkonstruktion sehr schön. Das ist die Linse, die hier rot umrandet ist. Die korrigiert die sphärische Aberration. Insgesamt hat das Objektiv 11 Linsen, die hier zum Einsatz kommen. Und darunter sind 5 SLD-Linsen. Das ist fast die Hälfte der verbauten Linsenelemente, sind also aus Special Low Dispersion Glas, was dazu beiträgt, dass man die Farblängsfehler sehr, sehr gut korrigieren kann. Wir sehen das hier im MTF-Chart, was hier die Bildqualität anzeigt von der Mitte zum Rand hin, dass das sehr ordentlich performt. Ich habe jetzt hier mal ganz kurz 2 Bildchen, die sind jetzt nichts Besonderes, die sollen zeigen, der Farblängsfehler lässt sich digital
nur sehr schwer korrigieren. Das geht in der Software nur recht schwierig. Deshalb muss man den mit der Kamera, also mit der Optik schon bei der Aufnahme möglichst eliminieren, weil man ihm später nur schlecht zu Leibe rücken kann. Anders als beim Farbquerfehler. Und ich habe jetzt hier mal diese zwei Motive. Man sieht das hier, diese Ringe, da haben wir hier dieses Metall. Vorne die Schärfe an diesem ersten Ring. Da sehen wir überhaupt gar keine Farbsäume, auch wenn ich jetzt hier reinzoome. Und bei dem hinteren in der Unschärfe ebenso wenig. Und bei dem nächsten Bild, da habe ich jetzt hier genau umgekehrt fokussiert, also auf den hinteren Ring. Der vordere Ring ist jetzt unscharf und auch hier sehe ich keine signifikanten Farbsäume an den Rändern. Und das ist ein sehr guter Job, den die Ingenieure hier gemacht haben, um entsprechend ein Objektiv mit sehr, sehr hoher Abbildungsqualität zu liefern. Wenn wir bei den Ingenieuren gerade sind, wenn so ein Objektiv entwickelt wird, wenn man sich Gedanken macht, was bauen wir denn als nächstes, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, wo wird das Objektiv eingesetzt. Da gibt es bestimmte Objektive, wo man sagt, naja, so, man kann mit einem Weitwinkel, kann man nah rangehen, klar, kann man machen, muss man aber nicht. Mit einem Makroobjektiv gehe ich nah ran, vielleicht fotografiere ich aber weniger in der Unendlichkeit damit. Das heißt, man legt den Schwerpunkt bei der Korrektur auf den Bereich, wo das Objektiv höchstwahrscheinlich schwerpunktmäßig auch eingesetzt wird. Und bei einer 90er Brennweite dürfte das bei den meisten Einsätzen wahrscheinlich Porträt sein, durchaus aber auch Landschaft, aber auf jeden Fall auch Nahaufnahmen. Das heißt, man wird ganz bestimmt mit diesem Objektiv auch relativ nah ans Motiv heranrücken. Und aus dem Grund wurde auch auf die Korrektur in den Nahbereich hinein Wert gelegt. Und der Mindestabstand beträgt nur 50 cm. Das heißt, man kann, habe ich hier auch mal kurz getan, auch sehr schön Nahaufnahmen machen. Ich habe hier so eine Sonnenblume fotografiert, weil die beiden Blätter, die so abstehen, so eine Art Herzform hier ergeben haben, hat mir gefallen. Habe ich da mal kurz ein Bildchen von gemacht und man sieht die einzelnen Härchen und auch auf dem Blatt die Härchen sieht man sehr, sehr schön. Scharf ist schön, unscharf ist aber heute auch ein Trend. Man nennt es Bokeh. Bokeh gibt es vor der Schärfeebene und hinter der Schärfeebene und das soll möglichst weich sein. In der Schärfeebene erwartet man, dass es bumsscharf ist, aber hinten dran und vorne dran soll das möglichst schnell in einen ganz, ganz, ganz weichen, harmonischen Übergang gehen. Dieser Wunsch ist verständlich. Für die Ingenieure stellt das echt eine Herausforderung dar, weil ein Objektiv, was man auf scharf trimmt, das wird auch in der Regel in der Unschärfe, eine kantige Unschärfe bringen. Das ist also schon eine Kunst, das Objektiv auch dann in der Nicht-Schärfe-Ebene weich zu kriegen. Und das ist hier auch wieder hervorragend gelungen. Auch dafür zeige ich noch mal kurz die Bilder hier. Auf der einen Seite können wir es auch schon bei der Sonnenblume hier sehen. Da sehen wir schon an den unscharfen Blättern, an den Blütenblättern oben, wie schön das übergeht. Aber auch hinten in dem Grün sieht man, wie schön angenehm das verschwimmt. Ein Porträt hier, in dem Fall von einem Biker. Auch hier Hintergrundunschärfe und Vordergrundunschärfe mit diesem Griff, wo man sieht, das ist ein sehr fluffiger Übergang von diesen Schärfeebenen. Wie gesagt, mein Lieblingsobjektiv in dieser Session, die ich hier jetzt in diesen letzten Tagen hier geschossen habe, kommen wir zum 24er. Ich hatte es schon ein paar Mal in anderen Videos gesagt, ich bin nicht so der Weitwinkelfotograf. Aber die sind natürlich schon praktisch, gerade draußen. Man will eine Landschaft fotografieren, man will irgendwas einfangen. Dann ist es schön, wenn man in so einem, auch da mal die Gegenwinde abmachen, in so einem schönen kleinen Gehäuse, was man dabei hat, viel draufkriegen kann. Und damit ja auch aus geringerem Abstand die Perspektive ein bisschen übertreiben kann. Man kann hier schon sehr, sehr dynamische Bilder machen. Jetzt werden, ich gucke mal hier gerade nach den Größen nochmal, hier 72 mm in der Länge, 365 Gramm und 70 mm im Durchmesser. Jetzt wird manch einer, der unser Programm kennt, sagen, 24er? Wir haben doch schon 24er. Ja, wir haben noch das 24er 1,4 und ebenfalls aus der iSeries das 24er
3,5. Und jetzt sieht man auch schon mal, wo kommt denn das her, diese Größe? Und was opfert man, wenn man kompakte Abmessungen haben will? Vornehmlich Lichtstärke. Den Linsendurchmesser, den man kleiner halten will, und insgesamt dann auch den optischen Aufbau. Das heißt, wenn ich im Studio fotografiere, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn Gewicht keine Rolle spielt, wenn ich jemanden dabei habe, der mir das ganze Zeug trägt, kein Problem. Nämlich eben die hohe Lichtstärke, habe ich ein bisschen Flexibilität, habe eine kürzere Verschlusszeit, muss weniger ISO einstellen, habe noch ein bisschen mehr Freistellungspotenzial drin. Und wenn ich sage, es muss ultra, ultra, ultra klein sein, dann begnüge ich mich halt in dem Fall mit einer Lichtstärke 3,5, habe ein noch kleineres Objektiv oder eben 2,0 und wir sind bei dem, was wir hier jetzt heute vorstellen. Sozusagen füllt dieses 2,0er die Lücke zwischen dem 1,4er und dem 3,5er, falls das jemand vermisst hatte. In dem Objektiv kommen jetzt zwei FLD-Linsenelemente, zwei SLD und zwei asphärische Linsenelemente zum Einsatz. Das ist ein sehr aufwendiger Aufbau, den man hier vorgenommen hat. Und wir sehen am MTF, an dem Chart auch sofort, welches Ergebnis und welchen Erfolg dieser Aufbau mit sich bringt. Nämlich eine sehr, sehr hohe Bildqualität bis hin in die Ränder hinein. Jetzt muss man wissen, wenn so ein Objektiv im Kopf entsteht, man sagt, okay, wir bauen hier ein neues Objektiv, wir haben die in die Brennweite, dann wird das am Computer entworfen und dann gibt es verschiedene Abteilungen. Und eine ganz wichtige Abteilung ist die, die sich mit den Reflexen beschäftigt. Die werden bei uns im Werk liebevoll Ghostbusters genannt, diese Kollegen, die diese Reflexe zu unterdrücken haben. Und die arbeiten von dem ersten Moment an mit den optischen Ingenieuren zusammen. Das heißt, die werden nicht ganz am Schluss vor vollendete Tatsachen gestellt, kriegen ein Objektiv hingestellt und sagen dann, ja, so wäre es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern die sind von Anfang an mit dabei und haben in jedem Entwicklungsstadium die Möglichkeit, Testaufnahmen zu machen, um dann zu sagen, Freunde, hier muss noch irgendwas geändert werden, hier müssen wir doch mal ran. Und so geschehen auch hier. Ich habe hier mal zwei Bilder, wo man sehen kann, wie in einem frühen Entwicklungsstadium hier Reflexe aufgetaucht sind, wo eben jene Ghostbusters sagten, das geht besser, da müssen wir noch mal ran. Auch im nächsten Bild sieht man das noch mal, wo hier eine sehr eigentümlicher Reflex in dieser Gegenlichtaufnahme, die natürlich unter sehr, sehr provokanten Bedingungen entstehen, da wird wirklich ins Objektiv hineingeleuchtet und Sachen herausgekitzelt, die sich da draußen in der Regel so gar nicht ergeben würden. Aber dann sieht man, wie wird sich das Objektiv, die Linsen, wie wird sich das entsprechend verhalten. Und erst wenn die ganzen Abteilungen zufrieden sind und das Machbare ermöglicht wurde, dann wird man dieses Objektiv dann auch erst in Serie produzieren. Und wenn wir schon mal im Thema Reflexe sind, ja, mein Standardspruch, wir liefern Gegenlichtblenden mit, sie sind bei allen Objektiven dabei, setzen Sie sie drauf. In dem Fall hier eine sogenannte tulpenförmige Gegenlichtblende. Klar, das Bild ist breiter, als es hoch ist. Das heißt, ideale Voraussetzungen für den entsprechenden Streulichtschutz. Die Rillen hier drin sorgen dafür, dass Licht, was hier noch irgendwo von der Seite aufkommt, weggebrochen wird und nicht in die Linse. Kann man so schön sehen. Ah, guck mal hier, Licht. So, wie diese Reflexe dann verhindert werden. Und auch hier bei diesem Objektiv, bei dem 90er, ebenfalls die Gegenlichtblende dabei. Setzt sie bitte drauf, und zwar richtig rum beim Fotografieren. Oftmals sehe ich die Freunde, die das Ganze in der Transportstellung dann drauf haben. Das heißt, dabei haben sie es, aber nutzen tun sie es halt nicht. Also bitte, richtig rum draufsetzen. Die Bilder werden besser. Auch wenn die Sonne so gar nicht direkt ins Objektiv scheint. Sie haben immer Streulicht von irgendwoher, eine weiße Decke, ein weißer Wolkenhimmel. Das kommt immer irgendwie mit aufs Bild drauf. Schadet ja nichts, wenn sie drauf ist. So, ein Beispiel habe ich dann auch gemacht. Hier unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Kommen an so ein Sonnenblumenfeld. Sah wirklich ganz toll aus. Sah aus wie so ein Monet-Gemälde. Und dann habe ich auch gleich, weil die Frage ganz oft kommt, kann das Objektiv Sterne, kann das solche Sonnensterne fotografieren? Ja, kann's. Entsprechend muss man die Blende klein drehen,
was ich sonst jetzt für eine Aufnahme in der Form nicht tun würde, weil bei Blende 16 hat man natürlich heftige Beugung im Bild, aber für so ein Foto mit solchen Reflexen, mit solchen Sternen, Sonnensternen, kann man das natürlich gerne machen. Und direkt neben diesem Sonnenblumenfeld war eine Ariane, so eine Trägerrakete, so ein Modell stand da. Und da dachte ich mir, komm, wenn du dich da günstig positionierst, könnte die Sonne so aussehen, als würden die Triebwerke gerade gezündet werden. Und da auch nochmal ein Foto, wie man sieht. Ja, Sonnenreflexe, aber keine Überstrahlung im Bild, keine diese Flares, die sich ins Bild ziehen könnten und dann den Kontrast mindern würden. Ich habe es erwähnt, die beiden Objektive sind komplett aus Metall gefertigt, also sowohl der Tubus als auch die Gegenlichtblenden. Und nicht nur das, es gibt auch für die Objektive, wird auch mitgeliefert, einen zusätzlichen Deckel. Es gibt den normalen Kunststoffdeckel, der dabei ist, aber es gibt auch einen Metalldeckel, der hier einrastet und der ist magnetisch. Der hält einfach hier vorne dran, fällt auch nicht ab. Und für den gibt es ein nettes Feature, nämlich einen Deckel, Halter, den man sich hier so anbringen kann. Karabiner dran, hängt man sich ein, kostet 24 Euro. Und dann kann man diesen Deckel abnehmen und kann den sich hier so dran patchen und verliert ihn nicht. Also ich habe schon sehr, sehr viele Deckel irgendwo liegen lassen, verloren oder irgendwann wieder gefunden. Also die Waschmaschine. Und das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Ja, was nicht ganz so praktisch ist, wenn man den da drauf gesetzt hat und hat dann die Gegenlichtblende noch drauf, dann kriegt man den fummelig oder gar nicht ab. Das heißt, dann macht man die Blende halt ab, um ihn dafür abzunehmen. Vielleicht irgendwann was dran produzieren, dass man das besser abziehen kann. So, Metall gefertigt, das war der letzte Satz. Ich würde wirklich jeden bitten, um sich davon mal ein Gefühl zu vermitteln. Wenn Sie die Objektive irgendwo im Handel stehen sehen, gehen Sie mal rein, nehmen Sie die mal in die Hand. Man kann das ganz schwierig beschreiben, denn man hat ja in den Fingern doch sehr viel Gefühl und kann das dann sofort begreifen, von was ich hier rede. Das ist ein total wertiges Gefühl. Also Sie wissen, was Sie da in der Hand haben und was Sie dem Ganzen auch zumuten können, wenn Sie damit draußen unterwegs sind. Wenn man Objektive günstig baut, Kunststoff, wir hatten es am Anfang, wie das bislang häufig der Fall war, bis zur I-Series, dann verzichtet man ab und an auch, habe ich schon gesehen, auf Basiselemente, wie zum Beispiel einen Autofokus AF-MF-Schalter, mit dem man den Fokus ausschalten kann. Natürlich ist der bei diesen Objektiven hier dran. Bei dem 90er ist er hier in dieser axialen Richtung angebracht und bei dem 24er sitzt er in dieser radialen Form, wie er bei den ganzen 2.0er Objektiven angebracht ist aus der I-Series. Kommen wir gerade auf das Thema AF, weil ich gerade sagte, Autofokus, Manuellfokus. Natürlich unterstützt jedes dieser Objektive auch den ganz, ganz fantastischen IAF einer Kamera. Das heißt, bei den Bildern geht es ja in der Regel darum, dass das Auge, die Pupille scharf ist und das tracken die Kameras ja heute. Und das Objektiv sollte das nach Möglichkeit unterstützen. Und das tun die beide hervorragend. Ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar ein Video. Da war ein Kollege bei mir und wir hatten uns vor gar nicht so lange her das 150-600, was zu dem Zeitpunkt ganz neu war, angeschaut. Und ich bin mit der Kamera um ihn drum herum und bin nach links und nach rechts und ich bin nah ran und ich bin weit weg. Und der Autofokus blieb ununterbrochen auf der Pupille. Und das ist ja das, was man will, was ja auch jemand, der filmt, ein Kameramann, was der ja auch möchte, will sich ja auch bewegen können und nicht dauernd die Schärfe nachzuziehen. Und umgekehrt auch, da haben wir auch nochmal ein kleines Video, wenn dann der Kollege wegläuft und kommt auf mich zugelaufen und läuft links und läuft rechts und dreht den Kopf weg, bleibt der Augenautofokus auch die ganze Zeit über permanent auf dem Auge drauf. Und man sieht es ja auch, ich habe ja auch Fotos gemacht, dann immer wieder ausgelöst. Und dann bleibt der auch auf der Pupille, solange sich die Person mit dem Gesicht zur Kamera befindet. Wenn sie sich rumdreht, vorbei.
So, ja, dann würde ich jetzt sagen, haben wir viel über die Technik geredet. Kommen wir doch mal kurz zum Konzept. Wo sie sich etablieren, das hatte ich auch schon gesagt, es sind Mitnahmeobjektive. Im Grunde ist es so, dass man sagen kann, diese Objektive sind der adäquate Ersatz für das Handy. Denn wenn wir normalerweise irgendwo hingehen, wo es gepäcktechnisch eingeschränkt ist, wie erwähnt, Wandern, Klettern, Bergsteigen, Fahrradfahren und so weiter, dann hat man normalerweise einen Rucksack dabei mit irgendwelchem für diese Outdoor-Aktivitäten notwendigen Dinge, die Karabiner, Luftpumpen, Ersatzschläuche, was auch immer, und nicht mehr viel Platz und auch gar keine Lust, das Gewicht zu tragen für eine Kamera. Und deshalb macht man die meisten Bilder mit dem Handy. Ist halt leider so, das Handy hat man immer dabei. Und diese Objektive, die bieten sich eben auch an, immer dabei zu sein. Und deshalb habe ich in den letzten Tagen mal einfach ein paar Probeläufe gemacht und bin mit den Objektiven raus bei den Aktivitäten, die ich sonst so in meiner Freizeit auch mache. Und tatsächlich selber auch oftmals sage, ich nehme jetzt keine Kamera mit. Wenn du das willst, dann nimmst du das noch mit und dann brauchst du das noch. Und ja, mit dieser iSeries muss ich sagen, der Kompromiss ist sehr klein, den man da eingeht. Und da würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal gerade ein paar der Bilder an, die da in dieser Zeit entstanden sind. Da haben wir hier, ich habe sie eben kurz erwähnt gehabt, diese Ariane, dieses Modell der Trägerrakete, die ist jetzt wirklich nicht sehr groß und auch die platztechnischen Verhältnisse dort sind nicht riesig. Und man sieht, ich konnte trotzdem, das heißt, ist gar nicht von mir, das Bild ist von der Lebensgefährtin, unter diese Rakete drunter und sie trotzdem noch komplett abbilden. Dann haben wir hier nochmal eins, auch hier nochmal so ein Sonnenstern dabei in Hochkant. Dann sind wir weitergefahren, kamen an eine relativ bekannte Brücke am Main. Und die ist an sich schon sehr hübsch und bietet auch so ein paar Ideen, was man mit der machen kann. Und wenn man dann so ein Weitwinkelobjektiv in der Hand hat, kommen einem viele, viele Ideen, die man, wenn man mit dem Handy da jetzt dran vorbeigefahren wäre, gesagt hätte, ja komm, machst ein Bild, die Brücke ist ganz schön und alles gut. Aber mit dem Weitwinkel ergeben sich dann Perspektiven, wo man sagt, ja, mach ich hier noch was und da noch was. Also ich nicht, aber eine Freundin macht das dann sehr, sehr gerne. Ich bin dann eher bei den 90er zum Zug gekommen. Und da möchte ich auch mal kurz so ein paar Bilder zeigen. Hier ist ein niedriger Kamerastandpunkt, dann hat man den Mittelstrich noch mit drauf. Das Geländer, was hier vorne ins Bild reinragt und sich dann nach hinten rauszieht. Ich möchte an der Stelle festhalten, das war ein ganz normales Wochenende. Die Brücke war befahren. Man steht lange, lange Zeit rum, bis kein Auto und kein Fahrradfahrer auf der Brücke ist. Also es ist nicht so, dass die da für uns gesperrt wurde, wäre schön gewesen. Dann haben wir auch nochmal hier diese steile Perspektive von unten hoch, dieser Bogen, der über die Brücke drüber läuft, was man da machen kann. Dann, ja, hier mal den Vordergrund betont. Wir können mal in diese Blume reinzoomen. Und da sieht man sogar so ein paar, sind das Insekten, Käfer, Ameisen, irgendwas, was da vorne auf den Blütenblättern drauf sitzt. Und trotzdem hat man noch die ganze Brücke mit drauf. Also mit einem Weitwinkel hat man da schon viele Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden. Dann das Ganze nochmal hier in Schwarz-Weiß, um rein grafischen Charakter. Dann fand ich das auch ganz nett. Ich habe dann mal hier noch so ein Foto gemacht. Das habe ich dann gemacht. Blau auf Blau. Dieser blaue Himmel mit den weißen Wolken und dann dieses blaue Schild mit den weißen Symbolen drauf, fand ich ganz witzig. Und wenn man auch da mal reinzoomt, sieht man, wie scharf hier auch die Ränder sind und auch hier keinerlei Chromas an den Rändern, wo man jetzt sagen würde, na, da könnte ja schon auch irgendwie an dem Übergang was zu sehen sein. Sehr, sehr saubere Abbildung. Dann, ja, das ist mit dem 90er gemacht. Ich hatte es erwähnt, man kann nah rangehen. Ist kein Makroobjektiv, aber man kann schon nah ran und kann Details fotografieren. Und das funktioniert sehr, sehr schön. Ich zoome auch mal hier kurz rein. Und dann sieht man hier in dieser Blüte selber drin auch diese Sonnenblumen, ja, Kerne, die man da schon
erkennen kann. Ja, und dann eigentlich der Haupteinsatz für mich war klar, wir gehen raus, wir fahren Bike und wir nehmen die Objektive mit und gucken mal, ob wir die dann auch wirklich einsetzen und ob sie in den Rucksack reinpassen. Das ist ein Kumpel von mir, der Andi, der fährt begnadet Bike. Und wir sind dann irgendwo in den Wald gefahren und sind unterwegs gewesen miteinander. Und man sieht schon, er hat da so einen kleinen Rucksack dabei, meiner war auch nicht wirklich größer. Und da passt nicht viel rein und da willst du auch nicht viel drin haben, weil wenn du dich mal flach legst, dann willst du doch nicht, dass der da hinten irgendwas in den Rücken drückt. Das könnte zu Verletzungen führen. Also da bist du mit kleinem Besteck unterwegs. Und dann sind wir hier unterwegs gewesen und man sieht, der fährt da schon, der fährt eigentlich alles ab. Und mit dem 24er Weitwinkel kann man das unheimlich schön einfangen. Das heißt, ich bin dann immer abgestiegen und habe mich irgendwo hingekauert, habe da ein paar Aufnahmen gemacht und er ist dann da runtergefahren. Und wenn ich der Meinung war, er ist total cool, macht das nochmal, dann hat er es auch nochmal gemacht und nochmal gemacht. Ich habe ja gesagt, er fährt alles runter, alles hochfahren ist schwierig. Das heißt, man sieht es auch, glaube ich, gleich. Der hat dann sein Bike auch wirklich geschultert und hat es wieder hochgetragen für mich. War ein schönes Wochenende, Andi. Ja, und hier sieht man auch noch mal das Foto. Da ist ein Grashalm genau vorm Gesicht, aber der AF hat trotzdem noch das Gesicht erwischt und ist nicht auf den Grashalm gegangen, der doch aus dem Blickwinkel das Gesicht schon relativ stark verdeckt. Auch hier ist er an so einem Weg hier, an so einem Trail runtergeschossen. Dann, ja, auch hier im Sprung. Da habe ich mich dann auch wieder kurz abgesetzt und habe mich daneben dran gestellt, um da ein paar Fotos zu machen. Und ja, die Lebensgefährtin hat dann hier etliche Bilder gemacht, wie wir da unsere Ergebnisse miteinander besprochen haben, wie wir da ein bisschen gequatscht haben und geschaut haben, machen wir es nochmal, willst du noch ein anderes Bild und so weiter und so weiter. Und übrigens bin ich direkt, nachdem ich diese Bilder gesehen habe, zum Friseur gegangen. Und dann haben wir auf so einer Wiese noch so ein bisschen besprochen, wo gehen wir noch hin, machen wir noch was, wollen wir noch ein paar mehr Bilder machen, fahren wir noch irgendwo. Und sie hat dann die ganze Zeit mit dem 90er war das jetzt fotografiert. Und da hat sie immer wieder mal auf unsere Hände fokussiert. Und als ich mir dann die Bilder angeschaut habe, fiel mir eine Sache auf, und das möchte ich hier ganz klar zum Ausdruck bringen. Es handelt sich hier nicht um Schleichwerbung, aber du kannst so Sportklamotten, es gibt nichts, wo nicht irgendwo ein Emblem drauf ist. Also nein, wir haben von keiner Firma irgendwas hingelegt bekommen. Es sind tatsächlich die Sachen, die auch ganz normal bei uns im Einsatz sind. Und wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, dann sehen wir, wie brutal scharf hier jetzt in dem Bild meine Hand ist, während die Gesichter hinten schon aufgrund der geöffneten Blende in der Unschärfe verschwinden. Auch hier bei diesem Bild, die Struktur von diesem Handschuh, diese Maserung bis ins kleinste Detail zu erkennen. Auch hier nochmal gut zu sehen. Und auch hier die Unschärfe im Vordergrund vom Helm, vom Kopf und dann hinten raus. Porträt, das dürfte ein Schwerpunkt sein. Bei diesen 90er hatte ich erwähnt. Und auch da einfach nochmal Bilder. Hier vorne Griff unscharf, im Hintergrund der Baum unscharf. Und das kann man einfach machen, weil man es dabei hat. Das ist das, was ich nur so mitgeben kann. Man hat es dabei, man kann damit fotografieren und macht dann halt auch Bilder, wo man sonst vielleicht keine gemacht hätte. Augenautofokus, auch das noch ein Thema. Zoomen wir hier nochmal kurz rein, gucken uns das Auge an und man sieht tatsächlich die Wimpern gestochen scharf. Ja, kann man überhaupt nicht meckern. Dann hat sie hier einfach mal das Bike so fotografiert und ich hatte vorher noch gesagt, lass uns ein paar Bilder machen, wo so ein bisschen Vordergrundunschärfe mit dabei ist. Das wollen die Zuschauer gerne sehen. Und das hat sie dann auch ausgelebt. Also sprich, sie hat wie durch einen Vorhang durch dann durch Gräser und Pflanzen fotografiert. Und das sind so wirklich, wie ich finde, sehr stimmungsvolle Bilder. Die Schärfe ist da, obwohl ich habe gesehen, wie das Bild entstanden war und dachte, was fotografiert sie denn? Sie ist ja viel zu dicht an diesen Grashalmen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man durch diese Gräser, die wirklich so vor der Linse standen, überhaupt noch irgendwas sieht. Und auch bei dem Bild hier, das, was hier vorne so grünlich schimmert, das sind Grashalme. Und trotzdem ist das Profil des Reifens, und ich sehe,
ich brauche vielleicht den nächsten neuen Reifen, sieht man unheimlich gut, wie das Objektiv in der Schärfeebene performt. Also finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Auch hier nochmal, ja, wir haben uns da ein paar Mal besprochen, wo fahren wir noch hin, was machen wir noch? Und auch hier wieder mit Gräsern davor und trotzdem in der Schärfeebene scharf. Ja, und dann ging es ja nochmal, Porträt kann man ja auch von Tieren machen. Und da würde ich euch ganz gerne ein paar Bilder zeigen von der Nachbarkatze. Die gucken wir uns jetzt mal kurz noch an. Der Augenautofokus, der lässt sich in der Kamera ja sowohl für Mensch als auch für Tier einstellen. Und die Nachbarskatze, die kommt immer wieder mal vorbei. Die hat einen untrüglichen Instinkt dafür, wann es was zu essen gibt. Und die kam dann auch hier rüber gelaufen und leider blieb die jetzt nicht so lange sitzen, dass man sich groß hätte vorbereiten können. Ich musste so fotografieren, wie sie sich hier gerade bewegt hat. Und da zoomen wir jetzt mal rein in das hübsche Gesicht von ihr und schauen es uns mal, das ist eigentlich schon eher ja, von ihm, und schauen uns das mal an. Und dann sehen wir, dass die Härchen um das Auge herum, die Pupille selber gestochen scharf ist. Dann hat er sich dann doch nochmal, wenn auch nur für ein paar Sekunden, auf den Boden geschmissen. Dann habe ich da auch noch kurz ein Bild hinterher geschossen. Auch hier sieht man das Auge sehr schnell gut erkannt. Und dann nochmal hier dieser Schulterblick von ihm, wie er hier ja irgendwo, was weiß ich, was er entdeckt hat, was er sich da angeschaut hat. Und auch da nochmal reingezoomt. Und das ist brachial. Also diese Schärfe ist wirklich brachial, kann man überhaupt nicht meckern. Die sind jetzt alle entstanden mit dem 90er Objektiv, sonst sähe der Kopf ein bisschen anders aus, wenn es mit dem 24er gewesen wäre. Ja, das schied jetzt noch eine Sache an. Und zwar, der Bauer hat Urlaub und im Urlaub geht er sehr gerne Mountainbiken und klettern. Und das steht jetzt an. Das heißt, ich fahre kurz nach dieser Sache hier jetzt in die Alpen und dort werden wir klettern gehen. Und da habe ich in der Regel keine Kamera dabei. Das, also man hat schon eine Kamera dabei, wenn ich jetzt oben in den Touren drin, also in den Kletterrouten. Und da muss meistens die Actioncam herhalten, beziehungsweise, na klar, das Handy, man hat es ja sowieso dabei für einen Notfall. Und da werde ich jetzt mal schauen, ob ich diese beiden Objektive, ob die im Rucksack noch Platz finden neben den ganzen Karabinern, Achtern und Echsen und was man alles so mit hochschleift. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dort produzieren können. Ja, ich muss los, der Berg ruft. Bis denn. Servus, wie versprochen melde ich mich aus dem Urlaub. Urlaub, das heißt bei uns Outdoor-Aktivitäten. Mountainbiken, Klettern gehen, Klettersteige gehen. Wir sind gerne draußen und draußen heißt, du hast immer irgendeine Sportausrüstung. Und hier in dem Fall Metall trifft Metall. Wenn es drauf ankommt, muss es stabil und widerstandsfähig sein. Die I-Series Objektive, ich habe es schon im Hauptfilm erwähnt, die sind komplett aus Metall gefertigt und die Frage ist gewesen, wie können die sich im Outdoor-Terrain jetzt bewähren? Also weniger von der Robustheit, ich wollte sie jetzt hier nicht hinschmeißen, aber nimmt man sie mit, ist die kompakte Größe ausreichend, dass sie noch Platz im Rucksack finden. Im Klettersteig, da geht es noch, da hast du einen Sitzgurt, da hast du einen Klettersteigset und einen Helm, da kriegt man so eine Kamera noch irgendwie unter. Aber wenn du hier frei kletterst, wie jetzt hier in diesem wunderschönen Areal in Tirol, wo wir gerade sind, Da hast du Echsen, da hast du dein Seil, da hast du Rucksack und Kletterschuhe und Helm und tausende von Karabiner und Sicherungsgeräte, Friends, was weiß ich was alles. Und ganz am Ende bleibt was daheim? In der Regel die Kamera. Dann überlegst du, nimmst du noch einen halben Liter Wasser mit, ist auch schon wieder ein halbes Kilo. Und dann hast du die Kamera und denkst, ach komm, lass gut sein. Was nimmst du? Du nimmst die Actioncam, du hast deine Kamera irgendwo am Gurt und drehst ein paar Videos. Und wenn du Fotos machst, machst du es am Ende meistens mit dem Handy. Das hat man halt eh dabei. Und warum? Weil die Ausrüstung zu groß und zu schwer ist. Und mit dieser neuen i-Series ist tatsächlich erstmal ein Problem aus der Welt, nämlich die Größe. Schaut jetzt hier sogar noch groß, größer aus, als es ist. Ein Winzling, ein absoluter Winzling, 90 mm.
Damit habe ich sehr, sehr schöne Porträts machen können, vor losgelöstem Hintergrund. Dann haben wir hier das 24er. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin eigentlich so kein Weitwinkel-Freund. Natürlich benutze ich sie, aber es ist jetzt nicht meine Hauptbrennweite. Hier in den Routen hier drin ist es wunderbar, mit diesem großen Bildwinkel die Weite einzufangen. Und gerade wenn dann der Kletterpartner nachkommt und du machst deine Fotos, wenn die Hand so auf dich zukommt, wenn der Kopf über der Kuppe erscheint, das wirkt sehr, sehr dramatisch. Geht auch wieder mit dem 90er sehr schön, bisschen rausisoliert. Dann mit dem 24er, da siehst du dann halt auch, wo sich das Ganze abspielt. Bei den Bildern, die wir hier gleich jetzt noch einblenden, ist ein Foto dabei, wo hier dieses Armkettchen mit drauf ist. Und da war ich fasziniert, wie unglaublich scharf und hochauflösend diese Aufnahme von dieser Schnur hier dran ist, wo man genau sieht, was man mit bloßem Auge eigentlich gar nicht sieht. Sehr gute Objektive. Gewichtstechnisch, ja, man merkt die schon, ist klar, ist Metall, das ist kein Plastik, das wiegt ein bisschen was, aber dafür auch robust. Ich hätte jetzt keine Angst, wenn es mir mal irgendwo hinplumpst, es wird mit Sicherheit zu sehen sein, aber ich denke, es wird danach noch funktionieren, aber ich werde es jetzt hier nicht probieren. Und von daher, ja, sie waren im Rucksack dabei, ich hatte sogar oben in der Deckeltasche drin, weil sie einfach nicht aufgetragen haben. Größer und schwerer war noch die Kamera. Nur Objektive ohne Kamera bringen halt auch nichts, also habe ich die auch noch mitgenommen. Und ja, wir haben ein paar schöne Bilder gemacht, die man sonst so in dem Bereich dann nicht gemacht hat, weil man eben bislang auf die Kamera verzichtet hat. Daher mein Fazit, probiert es aus bei euren Aktivitäten, wenn ihr draußen seid, bei all den Sachen, wo ihr gerne fotografieren würdet, keine Kamera mitnehmt, weil es zu groß, zu wuchtig, zu schwer wird und bislang mit dem Handy oder der Actioncam fotografiert habt, probiert es aus, ich kann es euch nur empfehlen. Soweit, zurück ins Studio. Ich sag, wie man hier in Österreich sagt, vierte. Ja, wie wir an den Bildern gesehen haben, auch am Berg konnte die Optik überzeugen, beide in dem Fall. Besonders gut gefallen mir hier jetzt wiederum die Bilder mit dem Weitwinkelobjektiv, weil man da diese Dramatik sehr gut zum Ausdruck bringen kann, indem man halt eben den Vordergrund mit einbezieht und dann die Weite darstellt und natürlich auch für die Landschaften. Das ist schon klar, man kann hiermit auch schöne Landschaftsbilder machen, wird schön verdichtet, aber mit dem Weitwinkel sieht man halt erstmal, wo man überhaupt war. Das ist unverzichtbar. Und ja, aufgrund der Größe, sie haben im Rucksack nicht aufgetragen, da war die Kamera noch deutlich größer als die Linsen. Aber das hat sich bewährt und das war nicht das letzte Mal, dass ich die bei so einem Ausflug dabei hatte. Kommen wir zu unserer Zusammenfassung. Also, wir haben insgesamt jetzt 6 Objektive in dieser I-Series-Linie, das heißt DGDN-Objektive, Vollformat für spiegellose Kamerasysteme berechnet. Insgesamt 3 Stück mit Lichtstärke 2,8 oder darunter und 3 Stück mit Blende 2,0. Und ja, ich hatte es eingangs erwähnt, die Objektive werden verfügbar sein ab dem 24. September und werden beide je 619 Euro kosten. Und von daher gesehen, ich würde mich freuen, wenn Sie sich für eins von nein oder beide entscheiden würden, damit glücklich werden und dann auch vielleicht Motive für sich erschließen können, die Sie vielleicht vorher genau deshalb nicht fotografiert haben, weil Sie keine Kamera dabei gehabt haben. Und ja, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und ich glaube, wir sehen uns schon sehr bald wieder hier an dieser Stelle. Und bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.